Wie Sie das Heimwegtelefon erreichen, übrigens bundesweit, das erfahren Sie auf brisant.de. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, sicher nach Hause zu kommen, von Frauentaxis bis zu Heimweg-Apps. Zu unseren, Sie finden unsere Services auf jeden Fall, nicht unsere, sondern diesen Service finden Sie im Netz bei uns. So, vielleicht haben Sie ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Nach 5 Apotheken habe ich es vergangene Woche auf jeden Fall aufgegeben, nach einem Medikament zu suchen. Es gibt immer noch Lieferengpässe. Ganz besonders schlimm trifft es Eltern, die keine fiebersenkenden Mittel für ihre Kinder bekommen können. Manche fahren sogar in die Niederlande, um sich dort dann mit Medikamenten einzudecken. Und die Politik hat Lösungen versprochen, aber bis es soweit ist, wird in manchen Apotheken wieder selbst gemischt, so wie früher.